So, hallo und willkommen zurück hier zu Dark Age of Camelot und jetzt dem Necro. Der ist schon 50, das heißt, ich werde damit jetzt einfach noch ein bisschen farmen. Ich habe vorhin den Minne noch ein bisschen größer gemacht und dabei ordentlich auf die Lampe gekriegt. Und ich habe jetzt irgendwie Bock drauf, mal so ein bisschen auf die Lampe zu verteilen. Der Taraxin ist auch da, zumindest war das gerade. Erstmal Aloha. Gerade im Chat geschrieben hier. Was macht die Kunst? Und natürlich auch erstmal recht herzlich willkommen alle anderen, die jetzt hier dazu gelockt haben in der Zeit. Dazugeschaltet, so. So, ich bin jetzt gerade auf Cecily, also obendrauf. Für, wenn man es halt noch nicht gesehen hat, um halt von hier aus ein bisschen dezent ins Reichsinnere zu kommen hier. Doch mal, dass ich hier runterkomme, ohne dass es weh tut. Habe ich doch auch schon geschafft. So. Naja, nicht ganz ohne. Man muss schon ein bisschen aufpassen, aber zumindest noch halbes Leben. Nicht wie gerade. Runter und schon fast tot. Das war schon etwas daneben, ja. Ja, wenn man natürlich die Greater Water Elements machen möchte, hier sind natürlich auch jede Menge. Das Schöne ist, hier hat man meistens seine Ruhe. Die meisten gehen tatsächlich nach oben, nach Diogel, machen die da. Hier gibt es auch genug. Also, wenn jetzt ein Stückchen nach hier rüber geht, auf die andere Seite, da sind auch welche. Da kann man auch schon was mit anfangen. So, jetzt könnte ich mir meinen Grabstein abholen. Ich bin nämlich gerade hier gestorben. Ich habe es mir fast gedacht. Direkt beim Einloggen neben dem Mob und leider war meine Endo noch nicht wieder da. Ich weiß nicht, wie lange man ausgeloggt bleiben muss, oder damit alle Sachen wieder oben sind nach dem Einloggen. Die 2 Minuten oder 3 Minuten haben auf jeden Fall nicht gereicht. Achso, ich habe das Inventar noch leer gemacht. Ja, irgendwie wundert. Mein Grabstein. Habe ich überhaupt keinen? Ich habe keinen. Ischio hinterlässt keine Grabsteine. Er stirbt still und heimlich. So, ist das. Och, what? Die Task läuft ja noch, ich glaub's ja gar nicht. Was ist denn da los? Trotz Neustart. Ich dachte, die Task wird dann zurückgesetzt. Da haben die gar nicht neu gestartet. Die wollten nur einmal rausschmeißen. Wer weiß, wer weiß. Ein bisschen von diesem schnuckligen EP-Loot hier machen und einfach ein paar Viechern von Latz geben. Da habe ich jetzt also einfach nur Lust drauf. Da ist das. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, das Zeug auch von 48 bis 50. Kann es eine ganze Menge zu geben. Die bringt zwar nichts, aber trotzdem mache ich mal einen mit. Guck mal, ein bisschen laufen hier. Hinten sind ja auch noch Untote, da kann man auch mal so ein, zwei von mitmachen.
Hey, da ist er wieder. Ja, willkommen zurück. Da hinten in der. Oh, heute. Ja. Ja, wie gesagt, ich gerade noch gelevelt, 2 Stündchen ungefähr. Das heißt, genau genommen so 1,5 Stündchen ungefähr gelevelt. Den Rest bin ich gestorben und wieder zum Spot gelaufen. Aber ansonsten, ja, war es doch recht kurzweilig. Die Abende davor oder zuvor habe ich WoW Classic gespielt. Den ersten Abend habe ich 4 Stunden in der Warteschleife verbracht. Den zweiten Abend habe ich früher eingeloggt. Ja, 90 Minuten. Deswegen, heute habe ich keine Lust auf Warteschleifen oder Warteschlangen. Und ich wollte mal wieder ein richtiges MMO spielen. Ah, nein. Jedes dieser MMOs hat was für sich. Das ist einfach so. Ja, das ist halt mein erstes gewesen. Da hänge ich halt irgendwie noch dran, muss man dazu sagen. Deswegen halt. Kann man so sagen, das ist halt das Original für mich. Ist es immer schon gewesen. Und ich muss auch sagen, so wie es jetzt hier auf den Servern aufgebracht ist, ist es auch wesentlich originaler, finde ich, wie das, was sich jetzt zurzeit auf den Live-Servern befindet, mit diesen geänderten Klassen-Setups, das passt mir überhaupt nicht. Nekro kaputt gemacht. So richtig kaputt gemacht. Ich persönlich sehr schade. Ist auch so ziemlich das Einzige, was mich davon abhält, wieder auf den Live-Server zu wechseln. Ja, die Frage ist, was hast du oder wo, wie hast du WoW ausprobiert und wann? Ne? Inzwischen sind die ja schon bei Level 120 angelangt. Und mit dem nächsten Patch kommen eben wieder, ich glaube, 10 Level oben drauf. Dann sind wir bei Level 130. Oder sogar 20 Level, ich weiß es nicht. Gucken, was da kommt. Auf jeden Fall haben die jetzt vor kurzem, also genau genommen vorgestern, die Classic-Server eingeführt. Das heißt, du kannst jetzt dort nicht nur mit deinem, das ist ja bezahlenden Zugang, mit deinem Zugang das aktuelle Content spielen, sondern die haben tatsächlich jetzt die Classic-Server, der ersten Generation, sage ich mal, gestartet. Und es macht ja auch soweit Spaß. So, mal wieder irgendwie ganz am Anfang mit den alten Skillbäumen, mit den alten Gebieten, weil die alten Gebiete gibt es ja in den neuen Spielen nicht mehr. Die sind ja komplett verändert. Seit Cataclysm sind die ja komplett zerschossen gewesen, also komplett abgeändert, weil das ja das ganze Land gespalten, zerstört und verändert hat. Deswegen sind natürlich auch die Grundgebiete verändert. Das ist jetzt halt so richtig das Klassikgebiet. Noch Stormwind, noch ohne Hafen und allem Zip und Zupf. Also schon wieder was anderes. Und gefällt mir auch soweit. Nur die Warteschlange gefällt mir halt nicht und bin aber nicht der Typ, der, weiß ich nicht, Gott, wie viele Abende hintereinander immer nur ein und dasselbe Spiel machen kann. Da werde ich bekloppt bei. Ich brauche Abwechslung. Ich
Früher habe ich das nicht gebraucht, als ich noch Dauk gespielt habe, aktiv, live viel Dauk gespielt habe. Aber inzwischen brauche ich das. Ich glaube auch, dass mir die Community hier nicht böse ist darüber, dafür, dass ich ein bisschen abwechslungsreicher spiele. Ja, ah, das schon. Das schon. Aber wie viele Stunden? Salisbury, Lioness. Also gab es am Anfang nicht auch schon mehrere Server? Da hatten die tatsächlich mit einem gestartet. Ich weiß das echt nicht, weil ich habe oder bin auf Dauk gestoßen, als gerade SI angebrochen ist, sozusagen. Als gerade SI gestartet ist, da bin ich dazu gekommen. Also das alte Klassikgebiet mit den Charakteren nur bis 45, das habe ich nicht erlebt. Bei mir war die Levelgrenze schon 50. Salisbury ist übrigens, ja, den Server, den gab es, ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, warum denn nicht? Doch mal ein cooles Geschenk. 2005. Oh, da gab es ja schon ein paar Erweiterungen, glaube ich, ne? Wie viele Erweiterungen hast du denn da gekriegt? Catacombs, ja, okay. Ich habe das nicht mehr genau. Konnte das jetzt nicht mehr genau aufs Jahr sagen, aber auf jeden Fall wusste ich, dass jetzt schon ein bisschen weiter war. Genau. Das heißt, Atlantis gab es schon. Mal, mit Catacombs gab es, glaube ich, auch die Frontzone schon, die NF. Und die neuen Gebiete, also die neuen Instanzen. So. Ja, ist ja noch ein bisschen was gekommen. Ne? Also das, so wie du das NF jetzt kennst, hier mit der Insel hinten in der Mitte, die ist ja erst beim Labyrinth dazu gekommen, dass das Labi gekommen ist. Davor gab es da hinten keine Insel. Also die sich in der Mitte der drei Reiche befindet. Diese Landmasse, die war nicht, da war nur, da war das Meer, weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Richtig, richtig. Komm her. Ja, das ist ja so ein bisschen gemischt halt, ne? Die neuen Frontzonen halt. Dann hier eben nur bis bis zu den Glasinseln halt, also bis zu den Inseln.
Was mir hier wirklich fehlt, muss ich gestehen, ist Atlantis. In Atlantis habe ich mich sagenhaft oft aufgehalten, da habe ich sagenhaft oft irgendwelche Sachen gemacht. Die Meisterlevel und so. Ich vermisse Atlantis, muss ich gestehen. Deswegen habe ich auch gesagt, was mich davon abhält, auf die Live-Server zu gehen, ist die Änderung der Charaktere dort. Sonst würde ich das wahrscheinlich tun, weil mir echt irgendwie fehlt. Zumal die Charaktere da auch einiges an Power gewonnen haben. Durch die Artefakte und so. Und du warst auch wesentlich mehr beschäftigt noch mit dem einen, mit der einen oder anderen Sache. Ja? Du konntest dein Geld, was du besorgt hast, konntest du auch wirklich noch richtig einsetzen. Also, du hast es noch gebraucht. Hier brauchst du hier jetzt Phönixfeder. Genau, Phönixfeder. Um die guten Sachen zu kriegen. Was auch okay ist. Ich will das nicht schlecht reden. Ja, aber das eine ohne das andere, das wird ja nicht so ganz passen, ne? Weil irgendwo sind die Champions Level ja oben drauf gekommen. Auf ja, so Atlantis gab es vorher. Ich weiß nicht, wie das wäre. Nur mit den Katakomb-Sachen. Weil die Katakomb-Sachen haben ja quasi die Rüstung, die du da bekommen hast. Epic. Hat ja quasi schon mal die Atlantis-Sachen teilweise nochmal sehr stark. Die Atlantis-Sachen sind nicht besser geworden, aber du konntest halt eine wesentlich bessere Grundrüstung schon mal aufwarten, bevor dann irgendwas anderes gekommen ist. Also wenn du jetzt die Epic Atlantis, nein, die Catacombs Epic hier einführen würdest, war doch ne Meisterlevel mal, Catacombs, nicht Meisterlevel, Champions Level, genau, dann hättest du hier wahrscheinlich, du würdest die ganzen anderen Sachen ja gar nicht mehr brauchen. Da war ja schon die Hauptwerte, die du brauchtest, die waren da ja schon Overcap mit. Also Max Overcap. Ja, die Instanzen waren auch gut, ne? Na, warte mal, ich gebe das mal frei. So, jetzt. Später nicht mehr, das ist richtig. Aber ich meinte jetzt ja so das Ursprüngliche. Also das ursprüngliche Atlantis. Also wo du noch nicht solo die Sachen kaufen konntest. Das meinte ich jetzt eigentlich. Also nicht die die Erweiterung, wo du da die Händler hattest, wo du dann Bücher tauschen konntest, Bücher kaufen konntest, wo du dann die Bücher auch noch farmen musstest, also komplett. Wo du nicht mit drei, nachher konntest du doch mit Reichspunkten, glaube ich, mit den Bounty Points, glaube ich, kaufen. Naja. Das haben wir alle hinter uns. Da gab es wirklich Artefakt-Mobs, die waren permanenter, ja.
Ja, so ist das. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt hier früher oder später ja auch noch so ein drauf. Mal schauen. Abwarten, Tee trinken. Und ansonsten ist das ja schon hier nicht schlecht balanciert halt. Also bis auf das du halt mit dem Geld eigentlich nichts anfangen kannst, wenn du erstmal dein Herrenhaus stehen hast, was ich halt vorhabe, deswegen bin ich hier am Kohlefarm. Auch 100 Platin fürs Herrenhaus. So. Und danach ist dann eigentlich alles relativ. Dann brauchst du eigentlich kein Geld mehr, dann brauchst du ja nur noch Phönixfedern. Ja gut, und das bisschen für die Miete halt, ne? Was kostet eigentlich das Herrenhaus hier? Weiß das einer? Ist das auch schon reduziert oder? Also das Herrenhaus kostet 100 P, das weiß ich. Ich meinte jetzt Miete. Miete vom Herrenhaus. Einen Spot für den, wenn okay. Ach so, okay. Ja, ich gedenke mir wieder ein wenig dekadenter vorzugehen. Ja, hast du dir noch eine Hausgilde gemacht? Fürs zweite Haus. Ein Charakter. Kollegen einmal dazugeholt. Und dann eine Ein-Mann-Gilde fürs Gildenhaus. Also fürs zweite Haus quasi. Eine Ein-Mann-Gilde. Wenn du die direkt nebeneinander hattest, da hattest du auch ganz gut Möglichkeiten. Zwei Truhen. Mehrere Händlerstellplätze, zwei Werkzeuge. Da ging schon was. So. Nee. Da muss ich sagen, möchte ich auch so ein bisschen Interaktion haben hier. Du kriegst ja vom Spieler ein bisschen was mit, weißt du? Also ich kann ja hier den Gildenchat halt mitlesen. Wenn ihr den nicht lesen könnt, natürlich. Soll ja nicht. Kriegt man halt auch noch ein bisschen was mit. So, wie viel habe ich eigentlich jetzt davon, von diesem Stäbchen da? Neun, okay. Neun Stück. Oh. Ja, voll hier, Wahnsinn. So, ich habe mir einmal diesen Händler hochgerechnet. Also wird das schon mal. So, okay. So. Weiß ich nicht. Passt schon. Also sag mal so, so eine Ein-Mann-Gilde, die würde ich hier auch gerne noch erstellen. Aber ich weiß gar nicht, ob das in den Statuten hier erlaubt ist. Ich habe mir noch gar nicht angeschaut.
Gut, da muss man natürlich auch die alle Charakter, die man hat, dann in dem anderen Haus, wenn man jetzt sich jetzt noch eins dazu baut, auch freigeben, ne? Das ist natürlich klar. Das ist eigentlich Quatsch. Eigentlich brauche ich da nicht. Ich stelle mir ein Herrenhaus hin, dann bin ich fertig damit. War ja früher auch ein bisschen übertrieben. Ich hatte ja drei Dark-Accounts und zu den drei Dark-Accounts hatte ich, also zumindest zu den Zeiten auf dem Live-Server, wo wir da noch, wo es noch die deutschen Server gab, zwei Herrenhäuser und eine Villa, glaube ich. Lustige war, die Hausmiete war in den ersten 3 Tagen im Monat drin. Mal kurz den Cover an den Gobospot gestellt für ein paar Stunden, da war die Hausmiete im Sack. Für den ganzen Monat. Okay. Ich muss dazu sagen, da habe ich echt Glück gehabt, dass ich einen freien Slot kommen habe in dem Ort neben dem Gildenhaus von Vaganten. Aber quasi direkt neben, also die haben das Gildenhaus auf einer Insel stehen und ich bin quasi neben der Insel in der ersten Stadt, also quasi zwischen der Insel und dem Marktplatz sozusagen. So tendierend Richtung Flussufer. Da war noch genau ein Slot frei, habe ich mir gedacht, nimm ihn, nimm ihn. War auch schon runtergetickt. Was passte? Mal den noch ein paar machen hier. Bin hier am Viecher killen wie doof. Ich bin da voll hier. Meine Güte. Ich sollte schon mal gucken, was ich hier habe. Davon noch irgendwas Sinnvolles dabei ist. 21. Guck erstmal nach dem Skill und danach guck ich, was der sonst noch so für Werte hat. 22. Nix. Nix. Auch nix. 52, doch, warte mal. Der ist gut. Den nehmen wir mal mit. Also der wird behalten. Direkt zerlegt. Hier nehme ich auch schon mal meinen Arcanium-Haufen hinten. Einmal kurz hier zwischenkillen. Also dicht auf der Pelle. Ich mache mal weiter, während ich hier gucke. Das ist Quatsch. Auch Quatsch. Auch Quatsch. Haben wir hier noch? Platte. Oh, sehr geil. Aber leider. Weg. So.
Sieht gut aus, aber nicht gut genug. So. Ja, noch der da. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Da ist nichts mehr. Okay. Hier muss ich, glaube ich, noch gucken, ne? So, da war ich ja am Überlegen, ob ich den behalten soll oder nicht, aber eigentlich nicht. Eigentlich auch wieder nicht. Oh, was hier noch dazu kommt und dann. Dann wird gleich einmal Kasse gemacht, wenn voll ist. Was ich hier so lustig finde, ist, erst hast du das Gefühl, boah, du bist hier zugemüllt mit tausend Sachen, ganz, ganz viel. Und mit einem Mal, so, wenn du jetzt nur noch so zwei, drei Plätze frei hast, dann dauert das und dauert das. Wart ja im Prinzip drauf, dass sich die Lücke da schließt, dass ich verkaufen kann. Siehst du, jetzt geht's wieder ruckzuck her. Unglaublich. Oha. Wird behalten, nicht zerlegt. Nicht schlecht, Frau Specht. So, das bleibt auch hier. Und die eigentlich auch mal nach unten legen. Eine Tasche voll. Boah. Auch Stoff. Nochmal Stoff. Dem entnehme ich aber auch mal deinem Text, dass du hier noch kein Haus hattest auf Albion. Okay. Ich glaube der, ne, war das, oder? Name. Zack, zerlegt. Ist es denn jetzt Albion geworden oder hast du dich jetzt auf Meere festgelegt? Wohl, davon hast du gar nichts geschrieben. Du hast nur geschrieben, dass alle in einem
Midgard so wenig im RVR los. Oh. Oh. Aber trotzdem immer wieder DF zwischendurch, ne? Also, so ist nicht. Nochmal Kettenrüstung und nochmal Schrottkettenrüstung. So, auch zerlegen. Okay, das ist alles voll. Voll. Nochmal eben hier. Machen wir mal eben den Spaß und füllen mal hier unten die Räume, die Leerräume aus. Da sind, dann brauche ich nicht immer durch 1000 Seiten zippen hier. Wenn die drei noch voll sind und nicht zufällig gerade Teil zum Zerlegen dabei ist noch, dann gibt das hier gleich die große Verkaufsorgie. Und oben da, komischer Zombie. So, jetzt. Okay, ja, das ist natürlich der Vorteil, ne? Wenn du jetzt unterwegs bist und sagst, oh komm, lass mal Gruppen-RVR machen. Das findest du natürlich, wenn du dann natürlich in so einen Zerg reinläufst, interessiert das natürlich nicht, ob das eine Gruppe ist oder ob das ein Einzelspieler ist oder so. Normalerweise, so ist zumindest meine Devise, Rot muss tot, also eigentlich. Ich erlebe das aber tatsächlich immer wieder, dass ich irgendwo am Spot stehe und da läuft irgendwer an mir vorbei. Macht gar nichts. Da denke ich mir dann immer so, hallo? Hast du die ungeschriebenen Gesetze nicht gelesen? Ich meine, ich finde es natürlich nett, dass du mich da weiterleveln lässt, aber ich würde es nicht machen. Ah, da ist einer in Reichweite. Habe ich gar nicht gesehen da oben. Der ist noch nicht wieder ready. Haha. Okay. Ja, ist ja richtig so. Normalerweise finde ich, könntest du ruhig alle direkt rot taggen, fertig. So frei nach dem Motto, hier Gegner ist Gegner. Egal welches Level der hat, fertig. Einfach rot machen und gut ist. Das stimmt allerdings, ja, das ist ein Unterschied, aber
Wenn mich dann doch da jemand ignoriert und ich bin mit dem hier unterwegs, dann bereut er das relativ schnell. Glaube, ja, das war's, ne? Genau. Kann man nicht gebrauchen. Was ist mit diesem Gem? Gem? Kann man auch nicht gebrauchen. Ich glaube, den hatte ich schon. Ja. So, dann gehe ich mal ganz kurz. Obwohl. Ja. Hier ist doof. Ich muss mal eben ein Stück hier raus. So, hier zwischen den Bäumchen hat man eigentlich in der Regel seine Ruhe. Ne, ein Stück hoch noch. Ich bin noch zu tief. Ich muss über den letzten Zombie hier. Da hat man seine Ruhe. Hier oben ist nichts los. Keine Viecher. So, dann wollen wir mal. Ich habe mir das mal ausgerechnet. 25 Gold pro Händler machen, sage ich jetzt mal. Brauchst du. Also wenn du 25 Gold zusammen hast, was ja ruckzuck geht hier beim Verkaufen, dann hat sich der Händler quasi gelohnt. Und alles, was dann oben drauf kommt, ist ein Bonus. Kann man sich hochrechnen. Einmal Händler machen, 25 Gold. Genau, das muss auch noch weg und das bleibt. Letzte Seite bleibt. Mühsame Attacke, ne? Noch mal runter, oder? Grau lässt man eh stehen, die geben keine RPs. Ja, gut, wenn du so siehst, klar, wenn du es mitkriegst, okay. Ich bleib noch mal ganz kurz an dem Händler und bring mal eben das weg, was man Kaffee nennt, oder zumindest die Überreste davon. Bin sofort wieder für euch da, bis in einer oder anderthalb Minuten.